Kommt euch der Kanal hier bekannt vor? Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu einem Video, wie ihr schon tausend andere gesehen habt. Es handelt sich dabei um den Jahresrückblick 2021 inzwischen. Ich brauche wieder Hilfe, weil wenn ihr mal guckt, ihr geht hier auf meine Playlists und dann seht ihr, ich habe dieses Jahr so viele Projekte gehabt. So, ich mach mal groß. Ach, jetzt ist alles verrückt. Nee. So viele Projekte gehabt dieses Jahr. Na, jetzt will er nicht mehr. Jetzt streikt. Und ja, ich schaff's einfach nicht, alle zu gucken und die besten Momente rauszusuchen. Und deswegen habe ich eine Liste angelegt. Der Link zur Liste ist wie immer in der Beschreibung. Und ja, das ist eine Liste. Oh, da steht noch, wird gearbeitet und so weiter. Das ist eine Liste mit allen Projekten, die ich dieses Jahr gespielt habe. Die ihr auch alle auf YouTube findet und hoffentlich ein paar davon gesehen habt. Jetzt ist das Problem für alle, die das erste Mal dabei sind, ich mache immer einen Zusammenschnitt aus Videos, die ich über das Jahr hinweg gemacht habe. Und ich würde am liebsten alle meine Videos nochmal gucken und raussuchen. Da fehlt auch The Binding of Isaac, merke ich gerade. Schnell noch dazu schreiben. Ich weiß nicht, wie man Repentance schreibt. Bis zum nächsten Mal, bis ihr das seht, ist es richtig. So, und die Sache ist folgende. Ich brauche Hilfe. Wie läuft das Ganze ab? Ihr sagt mir, ob ihr eins oder mehrere dieser Projekte übernehmen könntet. Es gibt Projekte, die sind klein, die schafft wahrscheinlich eine Person zusammen, also die Rusty Lake-Reihe. Die sind zusammen wahrscheinlich 3 Stunden, alle zusammen in etwa. Vielleicht mal ein bisschen mehr, vielleicht mal ein bisschen weniger. Die kann man als eine einzelne Person, kann man die alleine durchgucken. Und das würde sich halt anbieten, die zum Beispiel zusammen zu übernehmen. Oder Buddy Simulator ist auch nicht so arg lang, im Gegensatz dazu Demon World 2003 ist halt zum Beispiel sehr lang. Manche Projekte sind spannender, manche weniger spannend. Und was genau müsst ihr machen? Wolf, red nicht um den heißen Brei rum. Ihr guckt euch eins dieser Projekte an, oder halt mehrere, wenn ihr die Zeit dazu habt, und guckt dann einfach mal so durch. Und wenn ihr einen Moment seht, den ihr jetzt als denkwürdig, lustig, besonders episch oder so empfindet, dann schreibt ihr den auf. Dann schreibt ihr euch zum Beispiel auf Part 5 bei 13.02 bis 13.10 war ein lustiger Moment, macht daraus einen Zusammenschnitt. Zu jedem dieser Projekte versuche ich einen Zusammenschnitt aus, also etwa 11 Minuten hinzu, 11 Minuten, ja, etwa so 2 Minuten zu machen. Und mal ist es ein bisschen weniger, mal vielleicht ein bisschen mehr, manchmal sind es, also die meisten werden wahrscheinlich so um die 1,5 Minuten wahrscheinlich sogar nur sein. Muss ich mal schauen. Und die werde ich dann halt alle durchgehen, zu jedem werde ich ein bisschen was sagen und dann wäre es halt cool, wenn ich einen Zusammenschnitt präsentieren kann. Wie jedes Jahr wird es Projekte geben, bei denen sich ein Zusammenschnitt nicht lohnt. Ich denke, da Isaac wird vielleicht nochmal gehen, da lässt sich was draus machen, aber beispielsweise, ja, ich weiß nicht, ob ich zu den Rusty Lake Roots, ob es da wirklich tolle Momente gibt. Da gibt es wahrscheinlich eher so Ekelmomente, die man nehmen kann. Bei Ben & Ed weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob ich es reinnehme. Muss man mal schauen. Oder Battleblock Theater hatte ich ja schon mal im Jahresrückblick los, weil wir es jetzt nochmal neu gespielt haben. Ich schmeiße es mal mit rein. Also da muss man halt gucken. Es wird wie jedes Jahr Projekte geben, die keinen Abnehmer finden, also die keiner von euch guckt. Da muss ich dann ran. Die Sache ist die. Die lustigsten, also die Sachen, bei denen die Momente die lustigsten sind und bei denen der Zusammenschnitt am besten ist immer, sind immer die, die die Zuschauer geguckt haben, weil die die Sachen gefunden haben. Wenn ich jetzt alle 20 Projekte hier durchgucken muss, könnt ihr euch denken, dass ich einfach nur mir Parts rauspicke und gucke, ob da irgendwas halbwegs Lustiges drin ist. Die Liste wird übrigens noch länger, weil, wie heißt es? Ne, schillernde Perle war das. Strahlender Diamant. So. Kommt auch noch hinzu.
Das könntet ihr also quasi gleich beim Gucken, könntet ihr euch Momente aufschreiben. Also es wird immer mehr Material geben. Und wenn ihr es schaffen würdet, dass ihr vielleicht ein, zwei Projekte übernehmt, gerade wenn es nicht so, also entweder zwei kurze oder vielleicht ein langes, ihr müsst es auch gar nicht komplett gucken. Also ich würde von niemandem verlangen, dass er jetzt irgendwie 60 Parts von Digimon World 2003 guckt. Mir würde es reichen, wenn ihr halt so weit guckt, wie ihr halt kommt, seien es jetzt 10 Parts, 20 Parts oder irgendwas, und die lustigen Momente aufschreibt. Weil, wie gesagt, ich schaffe das nicht allein, und je mehr Hilfe ich habe, desto leichter wird's. Und wenn jeder, der dieses Video guckt, vielleicht ein Projekt übernehmen würde, es muss bloß bis Neujahr fertig sein. Also am besten bis Weihnachten. Wenn ihr mir die Liste mit den lustigen Momenten vor Weihnachten schickt, wäre super. Dann wäre die Sache geregelt. Dann wären wir durch. Hätten wir überhaupt gar kein Problem mehr. Wie gesagt, guckt, falls ihr es einrichten könnt, falls ihr es zeitlich schafft. Wäre cool, wenn ihr ein Projekt übernehmen könntet. Ich würde mich freuen. Und ja, ansonsten achtet darauf, dass die Momente kurz und knackig sind. Nicht welche, die dann irgendwie 2 Minuten Vorgeplänkel erstmal brauchen, habe ich auch schon geschickt bekommen. Wo dann irgendwie so, ja, das war ein cooler Moment, aber der Moment ist 3 Minuten lang. Wenn ich dann haben wir 5 Minuten von einem Projekt und ich möchte es ja eigentlich in einer Stunde fertig haben. Und wenn ich dann noch was dazu sage, ich meine, wenn wir 5 Minuten nehmen würden bei 22 Projekten, hätten wir die Stunde schon gefüllt, ja? Mehrfach. Deswegen mal gucken. Vielleicht mache ich auch die Baphomets Flugteile. Mache ich einen großen Zusammenschnitt. Müssen wir halt mal schauen. Dementsprechend wäre cool, wenn sich einer bereit erklärt. Ich weiß, ich rede viel zu viel. Guckt mal, ob ihr es einrichten könnt. Guckt die Liste durch. Vielleicht findet ihr irgendwas, wo ihr sagt, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass du das gemacht hast. Das wollte ich mir eh angucken, oder irgendwas, wo ihr euch sagt, ja, sieht interessant aus, oder ja, das fand ich cool, das gucke ich gerne nochmal. Vielleicht findet sich der eine oder andere. Ich will es hoffen, weil, wie gesagt, für mich alleine ist das eine Herkulesaufgabe, die ist nicht für mich zu bewältigen. Gut, Leute, ich möchte jetzt gar nicht, wie gesagt, viel zu viel reden, ich mache es trotzdem. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, ein Projekt zu übernehmen. Ihr könnt im Dokument immer sehen, wenn irgendwas fertig ist, wenn es übernommen wird. Wäre halt ganz cool. Also wenn irgendwer was bearbeiten möchte, dann mache ich hier ein X rein und dann schreibe ich mir auf, wer es ist. Ich nehme auch gerne mehrere Leute aufs gleiche Projekt. Aber wäre ganz cool, wenn sich halt ein paar Leute finden würden. Gut, dann ist jetzt alles gesagt. Macht's gut, wir sehen uns. Euer Wolf.